Ja, servus. Ich habe ja uns auch schon fleißig Fotos für das schönste Fangfoto geschickt. Da können wir jetzt heute noch keine Auswertung machen. Ich dürfte auch leider noch fleißig bei den Schicken haben. Da haben wir mal noch was Zeit haben. Die nächsten drei Tage gucken wir uns das dann an. Der oder die Gewinnerin wird dann Jesus bekannt gegeben. Da haben wir dann auch ein ganz kleines Schätzchen. Abgebaute Route von Frau Brüggemann. 100 Euro ist, glaube ich, jetzt am Ende der Wert gewesen. Also. Fangfoto, auch kein Fangfoto sein, es kann auch ein schönes Foto, was gerade entstanden ist, beim oder ein Sonnenuntergang. Ja, ihr bekommt auf jeden Fall, genau, schickt alles rüber, ihr bekommt dann auf jeden Fall in der nächsten Zeit Bescheid, wer der Glückliche ist. Und wir haben uns was ausgedacht, derjenige, der diese Route dann gewinnt, er hat ja einen Teampartner und der Teampartner bekommt auch noch eine richtig geile Route. Ja. Die geile Route hat uns der Zeit gemacht. Vielleicht ist wohl noch nicht auf dem Markt erhältlich. Vielleicht kann der Zeit auch selbst was zu seinem Shop erzählen. Ja, genau. Und war das hier aus unserem FTM-Programm, was ja gerade so im entstehenden Moment. Eine Route, ist eine Musterroute, die ist allerdings schon also wirklich sehr hochwertig ausgestattet, hat so, hätte jetzt wahrscheinlich so einen Wert, 200, 300 Euro. Kannst du den Bild nochmal auspacken? Ich hab das nicht vor, nein. Ja, sehr schön, so zum Panda und Barsch angeln, Wurfgewicht ungefähr von 50 Gramm, also den Blank wird es dann auch so in der Form geben, mit einem bisschen veränderten Aufbau. Und ich denke, derjenige, der das Ding dann bekommt, wird da auch den einen oder anderen schönen Fisch damit fangen können und viel Spaß damit haben. Ja. Ich habe gerade im Moment nicht wieder rausgeschrieben. Auch ein richtig kleines Steckchen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und wie gesagt, noch fleißig Fotos schicken. Ja, es gibt geile Sachen zu gewinnen. Ja, dann gehen wir weiter im Programm. Arne? Und Johannes? Mahlzeit alles zusammen. Jetzt kommen wir zur regulären Gewinnverteilung, sag ich mal. Wir haben geteilt den 47. Platz mit 7 Teams. Die goldene Himbeere geht an Scamarella Boys. Einmal Team Gold. Die Bullseye, die Data Köln, MPP-Team. Einmal nach vorne kommen, genau. Catch a Fish und Catch if you can. Team MPP, bitte einmal nach vorne, wenn die noch da sind. Gut, machen wir mal weiter mit Platz 46. Das sind die Budrichs.
machen wir weiter mit Platz 46. Das sind die Budewegs. Platz 45 geht an die Jig Bros. Platz 44, Big Five. Platz 43, Team Exitus 2. Hat auch Platz 41, wir haben einen geteilten 41. Platz mit drei Teams. Team Stroh und Team Fischerspitzen. Platz 40 geht an die Water Reptiles. Hey, du Psycho! Will einer von euch noch was zu tun? Zu meinem YouTube-Kanal. Ja, hallo. Da sind die Überguten noch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und gute Heimreise mit weniger Knochenbrüllen. Ja, das geht alles. Das ist schon normal geworden. Irgendwann auf die Jahre. Platz 39 geht an die Vertikal-Junk. Platz 38, MG Fishing 2. Platz 37 mit einem der besten Namen, wie ich persönlich finde, erster FC Rubenbruch. Platz 35, die tapferen Schneider. Mm-hmm.
Platz 34, AC/DC Thunder. Platz 33, Bock auf Pop. Auf Platz 32, das animalische Duo. Auf Platz 31, MG Fishing 1. Auf dem 30. Platz, Lucky John. Platz 29, Kobo. Auf Platz 28, Bobby Stör. Platz 27, Team Jung und Wild. Ja, jetzt kommen wir zum oberen Teil der Tabellenhälfte, auf Platz 26, Chat Fighter. Auf Platz 25, Lake Bandit. Auf Platz 24, FC Appe. Platz 23, Alpha 22, Markus und Bianca, Raubfisch, Anglala. Auf Platz 21, Delfinfacker.
Ja, jetzt kommen wir zum Top 20. Platz 20, Thunderpeitschen. Platz 19, Rheinlandbote.de. Übrigens sind zwei größten Hits das Event gefangen. Auf Platz 18, das zweite Team von Exitus Fishing, Team Exitus 1. Platz 16 belegt das Team Wechselhexe. Samstag bis in die Handicaps ins Rennen gegangen. Platz 14, Twist the Base 2. Platz 13, Gummiversenker. Platz 12, Jig the Bait 1. Sind die heiß ersehnten letzten 10 Plätze.
Wir haben auf jeden Fall einiges noch am Start. Ich kann auch nochmal etwas zu sagen. Der nächste Platz geht auf jeden Fall an der Aufgeschmiede. Wunderschönes Session für euch. Der Freestyle von Stroh. Spaß damit. Schön, dass ihr da seid. Sehr geil. Ich hätte den größten Thunder der Tour mit 84. Sehr geil. Einfach ein Jahr lang Challenge gelaufen. Ein Jahr. Ja, Platz Nummer 8, Herzlichen Glückwunsch. Schöner Bahnstock, viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch. So. Team. Nummer 4. Platz 4, herzlichen Glückwunsch. Also die letzten Plätze waren auf jeden Fall ein ziemlich krasses Duell. Da ging es irgendwie um Zentimeter und ja, es war auf jeden Fall ziemlich spannend, auch für uns Orgas, die da gesessen haben, den ganzen Tag angeflippert haben. Ja, wir beide, Vater und Sohn gespannt. Vielleicht auch nochmal ganz besonders zu erwähnen, ihr habt den größten Barschiff-Tour gefangen. Du hast den größten Barschiff-Tour gehabt. Ich glaube, der hat 48. Eine richtig schöne Kirsche. Du hast auch noch ein geiles Bild dabei gesendet. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und ihr hättet auch noch einen feinen Richter am Start. Ne? Hattet ihr auch noch. Ah, aber man hat noch. Ja. Ja gut, was bekommt ihr eigentlich? Ja, ihr schon wieder? Ich habe euch schon mal hier oben gesehen heute. Erstmal super geile Fische, habe ich mega gefreut, dass ihr beide das so gehofft habt. Bis dahin. Zwei mega geile Barsche, super. Und ja, freue mich mega, ihr geht einen Tag mit uns auf Winterhecht in Holland. Da ist die auf der Welt tun. Wir stellen euch alles vor. Bis was ihr könnt ihr machen. Und dann machen wir uns ein bisschen. Ja, super.
Platz 3 geht an das Team, an das Team Vorfahrtssemmel, tut mir leid. Team Quantum, herzlichen Glückwunsch! Ihr bekommt 2 Medaillen. Wir gucken mal weiter. Ja, diesmal eingerahmt. Und jetzt gibt es auch nochmal was Besonderes für euch. 2 Pencil-Routen für jeden Bein von euch. Genau, jeweils nur Pencils für die 1000. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke nochmal. So, jetzt wird's spannend. Also. Hätten wir nicht gedacht, dass das so knapp wird am Ende. Soll ich es kurz und schmerzlos machen? Okay. Angler 2.0, Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. Sehr geile Tour. Geile Hechte gefangen. Ordentlich abgemiedert. So, herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Richtig geil. Haben wir Fische gefangen. Und wie könnte es anders sein? Ihr gewinnt die Rogen, mit denen ihr schon fischt. Super geile Stadt aus dem Hause Bullseye. Bullseye Wies. Ja, dann bleibt ja nur noch ein Team übrig und das feiern wir hier richtig ab. Ja, war echt nochmal ein paar Worte von mir. Richtig geil mit euch. Hat richtig gefetzt mit dem Pech. Das Wetter hat mal ein bisschen Pech. Und wir haben das Beste daraus gemacht, auch die anderen. Ihr habt richtig gekämpft. Ganz besonders gekämpft hat. Raubfisch TV. Bitte mal nach vorne. Sauber, Jungs. Eine Woche Schweden. All in. Dazu gibt es noch einen schönen Pokal zu nehmen. Und